Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute habe ich für dich ein cooles Unboxing, denn die My Little Box ist in einem ziemlich coolen Design bei mir eingetroffen. Und wenn du Bock drauf hast, mit mir zusammen reinzuschauen, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Die My Little Box ist eine französische Beauty Box, die mit monatlich 2 Trendaccessoires und 3 Beauty-Produkten zu uns kommt. Und dieses Mal, also im Dezember, kommt sie in einem wunderschönen Design. Also guck mal hier von oben, ne? Also richtig schön. Und das ist eine Schublade, stehe ich ja drauf, ne? Das ist voll mein Ding. Und ja, genau, die gibt es für 17,90 € pro Box und Monat. Und mit meinem Code Castle oder mit dem Code Castle kannst du 5 € diesen Monat sparen. Genau. Und dann bekommst du die für 12,90 €. Finde ich ganz cool. Ich will reingucken. Ich bekomme sie in der Kooperation zugeschickt. Ich denke laut, man merkt es, ne? Und darf auch tatsächlich eine Box an einen von euch verlosen. Alles, was du dafür tun musst, um an der Verlosung teilzunehmen, steht unten in der Infobox. Schau gerne einfach mal vorbei. Wie gesagt, ich will reingucken. Ich finde das total spektakulär. Das Design finde ich so hübsch. Diese Blumen da drauf, das sieht so edel aus. Und ich nehme mal die ganze Schublade raus, ne? Hier sieht dann einmal das Innenleben wie folgt aus. Und zwar so. Wir haben hier so ein Schleifchen, was das Ganze so zusammenhält. Und es ist sehr, sehr... Ich meine, gut, wir haben jetzt ja hier Weihnachtszeit, ne? Alles ist festlicher, edler, mehr Heidi-Teil dabei. Und wir haben auch immer so ein, ja, so eine Geschichte, die du als Karte weiterverwenden kannst. Und hier so ein Schloss und ein Schlosspark abgebildet. Sehr cool. Das sind so, ich weiß nicht, so mittelaltermäßig, ne? So 17. Jahrhundert, würde ich mal so sagen. Mit diesen hochgedicksten Viechern. Und hier steht Jour de Fête drauf. Und soweit ich das mitbekommen habe, ist hier auch tatsächlich dann das Motto, das Leben zu Hofe. Und da bin ich mal gespannt, was hier dann für höfische Produkte drin sein werden. Krass, also hier sehen wir dann zum Beispiel die beiden Trendaccessoires und hier ist dann das Täschchen mit den Beauty-Produkten drin. Ich persönlich liebe an der My Little Box vor allem die Trendaccessoires, die drin sind. Denn das muss man tatsächlich auch mögen oder, ne, das muss man wollen in einer Box. Denn das macht die Box aus. Das macht sie besonders und das macht sie auch besonders cool in meinen Augen. Als erstes habe ich hier Poudre Maintenant, also Puder jetzt irgendwie, ne, Pinceau pour rallumer les teints. Also hier ist wohl ein Pinsel drin. Da bin ich ja mal gespannt drauf, was für ein Puderpinsel hier drin versteckt sein wird. Das ist noch zugeklebt. Ich liebe Pinsel. Also meine Affinität für Pinsel erlebt ihr ja immer wieder, ne? Achso, und hier steht noch was drauf. Das kann ich euch mal vorlesen. Ist es auf? Da, auf Deutsch. Poudre, Puder- und Rougepinsel für einen perfekten Teint. Spieglein, Spieglein an der Wand. Wer hat den schönsten Teint im ganzen Land? Die Antwort des Spiegels, am stilvollsten und schönsten sind diejenigen, die das farbige Pulver der Alchemisten benutzen und über perfektes Werkzeug verfügen. Hallöchen, Popöchen. So pflegst du ihn. Reinige ihn bitte nach jeder Schminksession. Das mache ich sowieso. Befeuchte ihn, füge einen Tropfen Seife hinzu und reibe die Borsten mit kreisenden Bewegungen auf deinem Handrücken. Ausspülen, bis das Wasser klar wird und liegend an der Luft trocknen lassen. Ja, ne? Wie man halt Pinsel so sauber macht. Und das ist auch von der My Little Eigenmarke ein Pinsel. Finde ich cool. Und er fühlt sich weich an. Damit kannst du Puder, Blush, Bronzer, ja, wenn man Lust drauf hat, auch Highlighter auftragen. Definitiv. Also der ist jetzt hier so dreieckig geformt, weil das Inlay hier drin quasi so geeckt war. Aber den werde ich auf jeden Fall in meinem Full-Face Beauty Boxen für Dezember in Einsatz nehmen. Ich finde es auch cool, dass wir das hier oben etwas dunkler haben, weil ist klar, ne, wenn du auch Bronzer und Blush verwendest und so, dann verfärben sich die Härchen halt mit der Zeit. Wenn man nicht, also ich meine, wobei ich, wenn ich jetzt hier zur Seite gucke, sehe ich einfach, dass meine Pinsel sehr, sehr sauber immer so schön sind, ne? Aber trotzdem, ich mag das lieber, wenn das oben halt etwas abgesetzt ist. Zum Beispiel Luisa Creschen hat ja ihre Pinsel auch mit oben rot. Finde ich total großartig. Also ein richtig schöner Puderpinsel. Wirklich. Den mag ich leiden. Dann habe ich hier Accent Doré. Bracelet. Okay, das sind Armbänder wahrscheinlich. Goldarmbänder, um in der Gesellschaft zu glänzen. Coco Chanel pflegte zu sagen, bevor du ausgehst, leg mindestens ein Accessoire ab. Aber die Rokoko-Philosophie, mir ist mehr, sagt uns, wir sollen lieber ein Accessoire hinzufügen. Diese Armbänder sind jedenfalls perfekt geeignet, um deine gesellschaftlichen Verpflichtungen zu begleiten. Go Rokoko, go! Nein, go Rokoko!
Go Rococo or Go Home. Okay, in so einem schönen Sechseckvieh drin haben wir die Produkte. Ich mag eigentlich keine Armbänder, trage ich eher selten. Das heißt, da muss ich gucken, ob ich die jetzt behalten werde oder eher nicht. Also schön sehen die definitiv aus, ne? Das muss man sagen. Das sind zwei Armbänder, die hier drin sind, die so goldfarben sind. Und ja, sowas mag ich auch wohl. Die sind auch größenverstellbar, weil die halt so Krümpel dran haben. Das ist eigentlich ganz cool. Dann kann man sie sich halt so auch zurechtbiegen und so. Kriege ich jetzt aber natürlich nicht um und ich will die nicht verbiegen, weil die werden auf jeden Fall weiter wandern, weil ich nicht wirklich Armbänder trage. Ne? Und dann wäre das halt schade, wenn ich die jetzt einfach so verbiegen würde auf meine Größe. Macht gar keinen Sinn. Ich trage gerne Ketten, Ohrringe, Ringe. Aber Armbänder sind halt das, was mich persönlich als jemand, der sich halt viel bewegt und viel rödelt und so, die nerven mich halt. Ne? Und dann sind die mir im Weg. Deswegen trage ich so selten welche. Aber an und für sich richtig, richtig schön. Also von der Optik her gefallen die mir wirklich. So, hier habe ich jetzt noch zwei... Ach komm, wir machen erst die Beauty-Accessoires auf, oder? Das Täschchen ist auch ein bisschen anders. Sonst haben wir auch gerne mal so Jute-Täschchen. Und das hier fühlt sich so Fake-Seide-mäßig halt an, ne? Aber sehr cool. Eine schöne Optik, mag ich gerne leiden. Und als erstes haben wir hier etwas drin von der My Little Beauty Eigenmarke. Bekommt man übrigens auch auf der My Little Homepage. Da sind die Produkte auch aufgeführt. Und da kriege ich auch meine Preise her. Und wenn ich Produkte habe, die halt nicht dort aufgeführt sind, mache ich halt circa Preise, ne? Send me a texture. Lotion Tonique Perfectrice. Okay, perfektionierender Toner. Ich mag Toner gerne. 100 ml sind hier drin enthalten. Ein Toner ist dafür da, um ihn quasi nach der Gesichtsreinigung zu verwenden, um die Haut so auf die Pflege vorzubereiten. Man gleicht damit so ein bisschen den pH-Wert an und beruhigt die Haut so ein bisschen, sagt, hey, chill dich ein bisschen, gleich kommt ein bisschen Pflege, aber erschreck dich nicht. Gerade wenn man sowas wie Retinol oder sowas verwendet, ist es eine ganz gute Geschichte, wenn man im Vorfeld schon mal ein bisschen was auf die Haut gibt. Und da ist so ein Toner echt gut für geeignet. Ne? Hier haben wir auch so ein hochklappbares Vieh, das finde ich auch immer sehr freundlich. Dann lässt sich das Produkt besser entnehmen, kannst du dir einfach in die Hände geben oder du machst es auf ein wiederverwendbares Wattepad und dann halt aufs Gesicht tupfen. Ne? Und das finde ich gut, doch, das mag ich gerne. Ich weiß jetzt nicht, womit das ist. Reiswasser, Hyaluronsäure und Strohblume, ja sehr interessant. Dieser Toner kümmert sich liebevoll um die Verfeinerung deines Hautbilds. Nach dem Abschminken einfach einige Tropfen auf ein Wattepad geben und auf die saubere, ungeschminkte Haut tupfen, bis die Lotion eingezogen ist. Aber was passiert unter dem Wattepad? Letzte Unreinheiten werden entfernt und der Teint wird verfeinert. Hyaluronsäure und Reiswasser spenden Feuchtigkeit, während Strohblumenextrakte sanft deine Poren straffen. Bei Kontakt mit den Augen ausspülen. Jo. Okay, Niacinamide sind hier auch drin, steht hier bei den Inhaltsstoffen mit dabei. Das finde ich schon mal sehr, sehr cool. Also, ja. Zitronensäure, Parfüm hast du hier an letzter Stelle stehen. Ja, muss ich auf jeden Fall mal ausprobieren und dann kann ich euch mal berichten, wie ich das so fand. Dann habe ich hier dekorative Kosmetik drin. Hi, hier bin ich. Moin. Claudinchen, mein Name. Ne? Die Man-Eater-Mascara von Tarte. Ja, Hallöchen. Also habe ich, glaube ich, in klein auch noch da. Und da bin ich ja sehr, sehr gespannt drauf. Tarte ist eine Marke, die ich wundervoll finde, die bekommst du aber so schwer hier in Deutschland, ne? Und dann ist das irgendwie so, keine Ahnung, du kommst halt nicht so gut dran und dann ist es halt ein bisschen schwer und dann finde ich das schade. Bei Sephora bekommt man die Produkte auf jeden Fall, das weiß ich wohl. Aber wir haben zum Beispiel auch keinen Sephora Store bei uns in der Nähe. Oh wow, die Mascara sieht aus wie die MAC 3D Dimension Mascara oder wie die heißt, ne? Sehr, sehr interessant. Also ein dickes, fettes Gummibürstchen, sehr trocken. Okay. Wird ausprobiert, ne? Ich meine, ich weiß gar nicht, welche Mascara das war. Meloflori, die mochte so gerne die Tarte-Mascara. Ich glaube, das war die Man-Eater-Mascara. Bin ich mir aber gerade nicht mehr hundertprozentig sicher. Die kommt auf jeden Fall ins Full-Face-Beauty-Boxen und wird ausprobiert. Der kommt nicht in das Full-Face-Beauty-Boxen. Ich sammle, glaube ich, für meinen nächsten Monolidschatten-Adventskalender wieder. Und zwar haben wir von MAC ein Eyeshadow hier drin. Das ist ein Monolidschatten. Ich verwende ja keinen Monolidschatten, ne? In der Farbe Naked Lunch Frost. Geile Farbbezeichnung, Leute. Okay, ja, das ist halt so ein heller Schimmerton. Ist ganz hübsch, ne? 1,5 Gramm haben wir hier drin enthalten. Aber ich verwende keine Monolidschatten. Es ist cool, dass er drin ist, aber ich sammle einfach schon mal fürs nächste Jahr weiter. Ne? Da wird es wieder ein Mono-Adventskalender geben. So, dann habe ich hier noch zwei Flyer drin. Einmal ist es ein sehr besonderer Flyer und zwar habe ich hier einen 15-Euro MAC-Gutschein drin, was ich ziemlich cool finde. Denn ich habe schon mal bei My Little Box auch einen MAC-Gutschein drin gehabt.
Und habe den auch angewendet auf eine Foundation, die mir sehr gut gefallen hat. Grandios, der Dezember ist immer wie ein kleines Feuerwerk, die Kirsche auf dem Kuchen, der Highlighter auf dem matten Make-up, kurz gesagt die festlichste Zeit des Jahres. Wenn jemand weiß, wie man jeden Anlass einzigartig macht, dann ist es MAC Cosmetics. Lässig, metallisch, glitzernd, alles um jeden großen Moment in eine Gelegenheit zu verwandeln, deinen einzigartigen Stil auszudrücken. Okay. Deshalb haben wir einen schimmernden Lidschatten in deine Box gepackt, damit du das Jahr glänzend zum Abschluss bringst. Aber vorher solltest du mal auf die Rückseite schauen. Auf diese Rückseite? Shiny Moments mit MAC Cosmetics. Für einen erhellenden Dezember brauchen wir außer dem Lidschatten aus der Box eine hypnotisierende Wimperntusche, einen hochglänzenden Highlighter und warum nicht einen ihrer sehr berühmten Lippenstifte. Vom zartesten Nude bis zum intensivsten Rot, es liegt an dir. Und um dir den Dezember etwas zu versüßen, bietet MAC Cosmetics dir einen 15-Euro-Gutschein ab einem Einkaufswert von 31 Euro unter maccosmetics.de oder in den MAC Cosmetics Stores. Sehr cool, ne? Das ist bis zum 31. Januar 2022 einlösbar. Das heißt, da muss man ratzi-fatzi schnell sein. Finde ich aber cool, werde ich einlösen. Auch wenn ich sagen muss, dass MAC nicht mehr so im Hype war, wie die Marke mal war. Ich habe auch mal ein Fullface MAC geschminkt. Also da muss ich sagen, haben mir einige Produkte wohl gefallen. Aber es ist nicht so, dass ich sagen würde, oh mein Gott, es gibt einfach nicht mehr diese Krawum-Geschichten, die es damals gab, als es halt noch nicht so krass viel Make-up gab tatsächlich, ne? Und als die Drogerie noch nicht so hart war. Hier ist auch nochmal eine Information über Tarte mit Sephora. Sephora? Darf noch ein wenig Tarte sein? Oh, guck mal. Da kannst du 20% auf das ganze Sortiment von Tarte bei Sephora sparen. Bis zum 15. Januar 2022 mit Tarte X My Little Box. Das finde ich auch irgendwie nett, ne? Hier ist dann auch noch mal so ein bisschen die Information zu den einzelnen Geschichten. Schönheitsroutine mit Glamour, ja, oder mit Glamour, Fluffy Teint, ein Muss, Rosengarten, rosige Wangen. Genau, also so sahen die Ladies ja aus, ne? Und ich muss wirklich gestehen, dass die Kleidung ganz hübsch aussah, auch mit diesen Corsagen und so, das alles sehr weiblich und so. Das mochte ich schon gerne leiden, aber ich glaube, die Frauen haben ziemlich gelitten. Und was ich halt auch gar nicht mochte, war halt dieses extrem matte, abgepuderte, super weiß haben die sich ja teilweise echt gemacht, ne? Und mit den Perücken so, ne? War ja, glaube ich, auch eine ziemlich stinkige Zeit, ne? Aber egal. Auf jeden Fall haben wir hier tatsächlich noch zwei Gutscheingeschichten mit dabei gehabt. Also schon eine geile Box. Also wir hatten letztes Jahr, glaube ich, auch diese MAC Edition gehabt, ne? Als Dezember-Variante. Da war halt wirklich eine komplette MAC-Tasche und sowas alles. Das war auch ziemlich cool. Dennoch muss ich sagen, dass diese Box mir schon sehr, sehr gut gefallen hat. Auch weil wir das schon sehr schminklastig haben, was natürlich voll mein Ding ist. Und wenn man bedenkt, 17,90 Euro für die Box, da hast du halt echt nicht nur die Box, sondern halt das Erlebnis mit dabei. Und deswegen finde ich die ganz cool. Und falls ihr noch ein Weihnachtsgeschenk sucht, es gibt definitiv noch die Möglichkeit, Boxen-Abos zu verschenken. Zum Beispiel so auf den letzten Drücker. Ne? Ist vielleicht eine ganz coole Idee. Ihr Lieben, das war's jetzt mit mir und der wundervollen My Little Box. Denkt auf jeden Fall dran, dass es in diesem Video ja eine zu gewinnen gibt. Alles dazu unten in der Infobox. Und wenn dir das Video gefallen hat, dann lass mir doch sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich mega drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir ganz einfach gut gehen. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Ich verlinke dir mal hier oben meine Playlist mit den ganzen Unboxings meiner Abo-Boxen. Hier unten meinen neuesten Upload, auf dieser Seite noch ein Video von mir. Und hier oben kannst du, wenn du möchtest und es vielleicht noch nicht getan hast, mich sehr, sehr gerne immer kostenlos abonnieren. Ich würde mich echt von Herzen drüber freuen. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!